ich bin in der Abo-Box von Marcel. So, Digi, gibt's auch irgendwo eine 50-Minuten-Doku? SWR. Marcel, so. Sein Content ist also SWR. Ideen für einen schönen Garten mit Blumen, Gemüse, Tomaten, Kräutern und Moos. Video komplett angeschaut. Zimmer. Guckt sie. Jede Menge Grünpflanzer. Was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Das wundert mich, wusste ich gar nicht, dass das schon geht. TikToks geschickt von Monte, wo die ganze Zeit... Jetzt ist das nächste Problem da mein Internet, ne? Am Singen. Es ist genau die Monte-Stimme, aber singt zu gut. Ich hab bei einem roten Band. And only fans. Doing it so loud. Ich sing das nicht mal, weil es ist crazy. When you get up. Der ja dieses KI-Ding, ne? Das ist wirklich bodenlos, was mit dieser Scheiße erstellt wird, ne? Nevermind, I'm fine. Ich sage so, wie es ist, es dauert nicht mehr lange. Spracherkennung, Gesichtserkennung und wir sind alle verloren. Die KI wird uns ins Loch stoßen. I like you. So you can keep me. I guess that you're never the way. Ich könnte es besser, das haben wir gestern schon in den TikTok-Reactions durchgenommen. Ich brauche einen Gesangslehrer sofort. Klingt zwar gut, aber es mag halt keiner Revi, von daher irrelevant. Lasse Schröder. Oh mein Gott. Das finde ich ganz schlimm, ich hasse den Song so sehr und dann singe ich den Song. Digga, die machen jetzt schon Deepfake-Porn von Influencern. Es gibt Pornos, es gibt Pornos, da werden Influencer benutzt, die dann wie das Gesicht, das check ich nicht. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Gibt es aber schon länger? Hä, aber das sieht man doch, dass es gefaked ist. Wie soll das funktionieren? Hab einen von dir gesehen, Macher. Von mir gibt es sowas? Was labert ihr? Gesichter von Influencern auf das Gesicht, aber dann sieht man das doch krass, dass es gefaked ist. Warum wisst ihr das? Das ist das nächste Problem. Mit einer Menge Fantasie geht alles. Jello-Porn würde ich gucken. Hi, Digga. Was ist das denn? Obwohl ich ihn gar nicht gesungen habe, ey. Ich hab hier die so scheiße und von mir noch beschissener. Ich find's von mir relativ schlecht. Von Monte ist es besser. Das ist einfach witzig, finde ich. So many times. Digga, was schaut er sich hier an? Reichtum. Was ist das? Verschwörungstheorie. Krönung in England. Und was ist da krass jetzt? 20.000 Euro CSGO Live. Die spielen RP. Digga, da steht Text, er liest einfach vor. Phil RP. Er denkt auch Main Character. Ich Main Character, ihr Sidechicks. Digga, jetzt kriegt er Thanos-Kugel oder so. Digga. Jetzt kriegt er sein nächstes Add-on, Junge. Digga. Oh, die Krönung! God save the king! Bro, auf die Krönung, Digga! Breaking News! Ich bin in der Zeitung! Luxemburger begeistert Hunderttausende auf YouTube und Twitch! Jetzt weiß ganz Luxemburg, wer der Rizzler ist. Wie geht es in Zukunft mit ihm weiter? Haben sie etwas außerhalb von YouTube und Twitch geplant? Einen Plan B sozusagen. Da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Einen Plan B habe ich nicht! Um einen anderen Beruf habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, da ich noch immer keinen Schulabschluss habe. Ich bin da noch angemeldet, glaube ich! Aber ich mach da momentan gar nichts. Digga, der hat es ja 1:1 kopiert. Oh mein Gott. Digga. Oh, Digga, der wollte so, oder fast eingeschissen, sag ich. Nein, die Lauten stinken nicht, sag ich. Die ganz, ganz Gemeinen, die sind leise und kommen wirklich aus dem Hinterhalt. Wortwörtlich. Die Lauten stinken nie. Holy. Ja, ja, Lauten stinken nicht. Ich hab im Moment überlegt, ob ich mir eingeschissen habe. Die leisen sind's. Im Stream habe ich mir noch nie in die Hosen geschissen, Digga. Es ist schon mal vorgekommen, dass ich beim Forzen mir eingeschissen habe. Mal kurz die Haare runtermachen. Forz! Jeremy und Joku, danke für die Subs. Neue Gäste kommen. Alles sauber ist doch. Wie lange braucht ihr, bis ihr unten seid? Nee. Seid ihr schon beide unten? Mann, ich will mal furzen. Kort! Oh! So, jetzt aber. Ja. Setz dich hier kurz hin, ich überlasse dir das. Ich gehe mal kurz und guck, ob mein Rasensprengler funktioniert. Das war Sessa-Stuhl, oder würde ich auch nicht noch.
Da würde ich mich nicht draufsetzen. Ist er voll gepupst? 100%. Wenn du auf den Stuhl, auf die Sitzfläche drauf haust, willst du nicht wissen, was rauskommt. Ja, guck mal hier. Disrespect, Digga. Nein, überhaupt nicht. Du sagst damit, dass... Heidi, hast du Tipps, wie man besser damit klarkommt, dass seine Freundin alleine feiern ist? Boah, mein Freund, ich weiß, also wie soll ich das erzählen? Wenn du ihr vertraust, ist alles gut. Wenn es dich ganz durchstört, dass er immer feiern geht und sie so überhaupt gar keine Rücksicht nimmt, dann würde ich mir Gedanken machen, ob es überhaupt Zukunft hat, weil wenn sie dich wirklich liebt, dann würde sie vielleicht auf deine Wünsche eingehen. Wenn sie drauf scheißt und sagt, geh mir nicht auf den Sack, dann weiß ich nicht, ob es das ist, Bro. Dann weiß ich nicht, ob es das ist. Wenn es dich nicht stört, passt auch. Aber ja, schwierig. Ich glaube, das ist ein Thema, warum sehr viele Beziehungen auch auseinandergehen. Weil der Freund in den Club geht oder die Freundin oder was weiß ich. Ist halt, ne? Schwierig. Das war ich, du stinkt, Schatz, ist nach Pisse. Gäste, ja, ja. Nasenspray und so Zebra, aber benutzt. Das benutzt er tatsächlich nur für Essen. Bei Unterhemden würde ich besorgen. Da wurde wieder die Lupe rausgeholt von Twitter. Ich soll den Tisch nicht anfassen. Den Tisch kann man jetzt anfassen, Agatha drüber. Was sind da so weiße Flecken auf dem Mauspad? Oh. Salatsauce, oder? Digga, er wichst sich da ein, oder? Monte wichst sich, glaube ich, an seinem Streaming-Equipment ein, wenn ich das noch richtig im Gedächtnis habe. Ich hätte viel zu viel Angst, mir hier einzuwichsen. Stell dir mal vor, das Ding ist online. Oder irgendwie ist eine Aufnahme an. Ich könnte nicht in Ruhe wichsen. Das würde gar nicht funktionieren. Digga, das Ding wäre over, ne? Du wärst auf Twitch gebannt, weil du darfst es nicht machen. Digga, also das, du bist im Arsch danach. Das geht ja rum, ne? Das wird ja überall, ne? Man ist völlig am Ende. Jeweils pro Bildschirm verschiedener Porno. Wird da kein Hoch bekommen. Tizi Schubech mit 100 Gifted-Subs. Digga, die habe ich schon voll vergessen. Die habe ich schon voll vergessen, Tizis. Ich schwör's euch, hättet ihr gar nichts geschrieben, hätte ich das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Du verlierst deine Unschuld nach einem Bierfass. Und eine Currywurst, geile Essen, viel Gras. Ich hab schon viele gesehen. Aber keine wie dich. Sag mir, liebst du mich? Danke für den Support. Nicht, weil sie eine Wette verloren haben oder sonstiges, sondern weil sie den Kanal supporten wollen. Sie wollen diesen Kanal supporten, weil es ist sehr zu schätzen. Vielen lieben Dank. Wonach schmeckt der Tisch? Ja. Salzig, Alter. Digga. Spritze ich im Stehen ab. Das heißt, ich stehe immer genau so und spritze in diese Richtung. Glaubst du, wir schaffen heute die Million? Egal, machen wir Kisten auf. Erstmal wäre er Millionär. Guck mal, Isa, das ist so. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Aber einmal 50-50, Telefonjoker. 50-50. Jawohl. Mit Gold reinrollen. Eigentlich ist dieses Werbe-Millionär-Ding richtig geil, aber das kracht halt da. Da kommen immer so viele Clips. Als ob ihr das dann immer alles wisst. Und dann, man will immer gar nicht den Chat offen haben, weil man weiß, man wird weggefrontet. So wie jetzt, das ist das beste Gefühl aller Zeiten. Aber wo hast du die Schuhe eigentlich noch auf 42? Die habe ich noch. Ich übernehme. Chatgold ist gewollt. Du musst immer beliefen in die nächste. Du musst immer beliefen. Die nächste Kiste wird es nämlich immer sein. Tizis, Einladung von mir, falls ihr noch da seid. Ich glaube, sie sind aber nicht mehr da. Wir möchten euch einladen als Jury. Beide. Melina, Isa, die beiden Tizis auf jeden Fall. Und vielleicht dann noch zwei. Und wir wollen euch bekochen. Und ihr müsst dann bewerten, welches das beste Essen war bei der Streaming-Woche. Also Melina und Isa sind eigentlich relativ safe und wir werden noch ein paar andere einladen. Ich werde auch noch Sascha fragen und Anton und so. Wir werden versuchen, da immer richtig viele reinzuhauen, ne? Richtig viele Streamer. Kann jeder kommen, worauf er Bock hat, ne? Hab jetzt einfach nur ein paar Namen gesagt. Sid? Ja, Sid wird auch eingeladen. Bro, Sidney ist Teilnehmer. Sidney wird selber den Kochlöffel schwingen. Die schreiben Sid? Was ist denn los mit euch? Der ist doch dabei, der Dummkopf. Oder die übernächste. Das ist deine Partnerin, ja. Und ein gemeinsames Hobby zu haben, ist richtig und richtig. Carsten und Monte in 20 Jahren. Jetzt ist gut, jetzt hört auf zu streiten, verdammte Mann! Schon wieder ein Bild von mir gemacht, ohne meine Erlaubnis. Was soll die Scheiße? Boah, ich fühl's auf jeden Fall. Der Typ hinten hat sich angehört wie Monte, Bro. Ja, da rückt sich, Digga. Ja. Jetzt ist gut, jetzt hört auf zu streiten, verdammte Mann! Schon wieder ein Bild von mir gemacht, ohne meine Erlaubnis. Boah, ich fühl's auf jeden Fall. Der Typ hinten hat sich angehört wie Monte, Bro. Hier wird mir auch vorgeschlagen. Ich check halt nicht, warum Twitch das vorschlägt. Bro, der Basti da hinten, Bro, der stirbt, glaube ich. No joke. Ich brauch das nicht. Ich bin wirklich mies überfordert. Mehr Viewer, Chef Stroh und ich. Ja, ja, stimmt schon. Aber da wird auch Content gemacht, ne? Ich habe dünn Schiss. Alter. Ich mach den Feierabend. Zum allerersten Mal in der Geschichte. Nicht der roteste. Die T-Shirt-Boxing-Korb ist sehr nice. Stream.
Fairerweise, das ist... Ach, Digga, ich hab deren Stories gefühlt, ne? Danny und Carsten und so, die sind ja, die waren da in Madeira besuchen und die haben so auch berichtet, so, und die Stories habe ich mir mal richtig gerne angeguckt. Das war so geil, das war wie so Urlaub, aber die leben da einfach, ne? Also Mickey, die leben da. Mickey lebt da. Das ist wie so, auch Reefed. Ich habe mir letztens so ein IRL-Stream von Reefed angeguckt. Digga, so geil. Sie ist einfach zum Strand gegangen, hat sich dabei gefilmt. Das sah aus wie in einem Urlaub. Schon krass gewesen, muss man sagen. Sah so geil aus, alleine die ganzen Wohnungen und so weiter. Ja. Ist schon krass gewesen. Der Sonnenbrand muss wehtun. Ja, das, der Sonnenbrand wird, glaube ich, reinschallern. Vor allem, wie viel Grad sind es denn da, Digga? Dass man da so... 14 Grad? Wie soll denn das gehen? Digga, das sah da aus, als wenn es da 40 Grad waren, als die da waren. Schere hoch für die Aussage. Hä? Es ist 18 Uhr. Digga, in Berlin ist es wärmer. Kann Sonnenbrand 0 Grad kriegen. Okay, krass. Das ist aber auch wirklich das Licht hier. Ja, sag es. Es ist im Real Life nicht so schlimm. Sag ich. Letztens hat mir eine Zuschauerin, die mich ab und zu mal geradet, geschrieben auf Instagram: Hey Diggi, also hey Eloquix, du hast irgendwie den Raid nicht mitbekommen. Dein Alert ging nicht. Und dann habe ich ihr geschrieben: Der Alert geht erst bei 20 Viewern an. Aber sie war voll süß. Sie hat dann geschrieben: Okay, da muss ich noch ein bisschen mehr durchziehen. Oh, hat sie geschrieben. Oh, ist geil. Hab ich sie blockiert. Monster überfolgt mir nicht. Block. Warum ist Chef so süchtig? Ich hab's geschafft, ihn nach einem über einen halben Jahr mal rauszuziehen aus seinem Valorant-Loch. Und jetzt habe ich ihn hier. Leute, ich hab mal eine Frage. Wer lebt von der Hand im Mund? Für Strobel, weil er keine Subs hat. Jetzt Maul, Junge. Wisst ihr, was witzig ist? Dass ich hier empfohlen werde. Hallo, da bin ich. Ich muss sagen, ich habe es gestern enjoyed mit Chef Strobel. Das hat mir Spaß gemacht, mit ihm zu spielen, weil er kann was. Er kann was an dem Morgen. Ich werde ihn in Zukunft öfter fragen, wenn er Bock hat. Ey, das machst du immer, wenn du in Valorant knapp stirbst. Wenn du deine 5 Sekunden hast. Womit die Zeit rennt, vielen Dank. Du kannst das einmal so gegensteigen, wo er so, machen, wenn er gestorben ist. Er war besser als, also als Eldos, als Kuba, als Omet. Er war besser als alle. Ich bin auf Gorilla! Ja, so machst du immer. Oh. Baby, are you love me now? Ganz normal nach 5 Stunden Veteran. Ich wollte. Was ist denn so? Meint ihr, wieso meine 2 Sekunden, Chat? Chat, ich bin so crazy. Ich bin Chef Strobel, ich bin so verrückt. Oh, Leute. Manchmal habe ich meine 2 Sekunden. Ich habe doch abgerantet über den DJ nach dem Dodgeball-Event. Junge, der hat mir ein DM geschrieben und meinte so, hey, hier ist der DJ vom Red Bull-Abend. Danke für das ehrliche Feedback und so, Bro. Und ich dachte mir so, Junge, ist mir so unangenehm. Der DJ war so scheiße, Bro. Bruder, der Arme. Weißt du, das ist sein Job, Bro. Ich hab gesagt, dass eine Spotify-Playlist besser gewesen wäre als er. Was für konstruktives Feedback, Alter. Digga, ich hab den Typ einfach komplett geroastet im Stream, der Arme. Auf jeden Fall werde ich recht. Willi! Unser Bro! Unser Bro hat's geschafft! Von der Straße! Unser Bro! Du nicht, nee, bei mir schon wieder nicht. Werde ich ein DJ-Pult auflegen und ich werde immer so freitags von 20 bis 23 Uhr für die Leute auflegen. Ey, oh Gott, weißt du, wie viele Leute das machen? Go in the chat! Go in the chat! Let's go! Hier mache ich dann den DJ-Shit hin mit meinem MacBook und dann DJ machen auf Lock? Yeah! Auf diese ganz lockere! Because maybe. Und oft kommt es auch vor, dass mich Leute erkennen. Ich hätte das nicht Rohat, Bro. Rohat, ja. Ja. Paar schmunzlige Schmunzler dabei. Everything has changed. Every day. 24/7 you call my name. Yeah, every day I will come.